Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24 Hockey Ultimate Team. Jawohl, gestern eigentlich ein ganz cooles Match gehabt. Also es gibt auch normale, die nicht nur vor und zurück rennen. Props gehen raus an Twitch TomTom2Go, können wir gerne vorbeischauen bei ihm. Das ist, glaube ich, ehemaliger oder aktueller deutscher IDL-Spieler, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, da haben wir gar nicht so schlecht mitgehalten. Wir hätten halt nur das Tor machen müssen irgendwann. Aber ja. Shit happens. Also, schauen wir weiter, wie es heute zugeht. Ob wir heute wieder in alte Muster zurückfallen oder ob wir heute endlich mal wieder gewinnen. Wir haben ewig nicht mehr gewonnen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gewonnen haben. Ist eigentlich echt traurig, aber was soll man sagen, ne? Schauen wir mal. Gegner wird gesucht. Jetzt müssen wir erstmal einen Gegner finden. Da geht's schon mal los. Ohne Gegner gibt's hier nichts zum Spielen. Aber wir waren zumindest jetzt schon mal wieder näher an dem Sieg dran. Oder zumindest. Ja, doch, an dem Sieg kann man schon so sagen. Haben es in den Shutout geschafft. Als die Spiele davor, die wir gemacht haben. Also, das muss man dazu sagen. Wobei ich auch sagen muss, die Spiele davor mit dem Pressure-System, wobei ich jetzt sagen muss, jetzt das Pressure-System halt eigentlich völlig hinfällig. Ich glaube, es war kein einziger von uns beiden, hat einmal im Spiel das Pressure-System jetzt aktiviert gehabt. Ist halt auch ein bisschen fragwürdig, wobei ich generell sagen muss, das war natürlich eine krasse Defensivschlacht gestern. Und vor allem krasses Torhüter-Battle. Also Oettinger, was der da rausgeholt hat, das war ja Wahnsinn. Auf der anderen Seite war Zilewski mit denselben Saves. Mei, wir hatten halt nur ein paar Mal vielleicht das Tor, als es leer war, treffen sollen. Also leer in Anführungszeichen von einer Ecke war frei. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Oh, kein Gegner gefunden. Das ist immer gut. Alle schauen wahrscheinlich Football gerade. Ravens gegen Chiefs. Jetzt der Gegner ist gefunden. Gegen die haben wir auch schon mal. Das ist das dritte Spiel gegen Irish Moose. Grüße gehen an der Stelle natürlich auch wieder raus. Das ist nicht das erste Spiel gegen Irish Moose. Ich glaube 1-1 steht es insgesamt. Er hat uns einmal geschlagen, wir haben ihn einmal geschlagen. Beide Division 4. Spielerfahrungsunterschied von 2 Kilometer. Oh wow. Rennt er in der Mitte durch, während 4 Leute von uns einfach zuschauen. Ich weiß nicht, warum Harvey da gerade so aggressiv drauf geht. Heise hinten raus. Oh, Koivu. Ist das immer noch der 84er Koivu? Jetzt machen wir sein Team anschauen. Ganz ruhig. Bevor da der nächste drauf sprintet wie irre. Pressure-System schon mal aktiviert. Na, ah, Gretzky. Downy. Boah, wieder Oettinger. Sagen. Halt mal fest, Bub. Halt mal fest.
Jack Hughes. Gelingt es, den Gegner einfach mal zu überlaufen. Das ist halt wieder der typische Spieler. Ich laufe in Winkel oder nehme mir die Dingschüsse. Er hätte eigentlich richtig getippt gehabt. Mit dem Pass raus. Wieder der Gegner kann ihn so einfach abfangen. Und bei uns nichts in diese Richtung. Aber es ist 1-0. Jean Béliveau. Da war plötzlich irgendwann einfach kein Spieler mehr da vor uns. Megan Keller mit dem Assist. Und das ist der Grund, warum sie aktuell vor Hirikoski spielt. Ich weiß, Hirikoski hat 92, Megan Keller nur 87, aber Megan Keller bringt halt die Leistung, die ich sehen will. Rausgefahren vom Gegner. Juricek. Messier. Oh, Mana. Schade. Béliveau. Béliveau. Ich muss Mana mitschieben. Nicht so einfach. Mana Kümper. Kucherov gegen Messier. Ah, war nicht schlecht gemacht. Also abseits, haben wir Glück. Wir führen. Es gibt's gar nicht, wir führen. Nächstes Jahr werden wir generell die Projekte ein bisschen anders angehen. Wenn wir uns nicht gleich hier... Boah, der stand dann nicht unbedingt gut. Wenn wir uns von unten versuchen, von unten hochzuspielen und nicht hier direkt in Lier 3 reinstarten. War schlau gespielt von Hillary Knight auf Jean Béliveau, hat funktioniert. 2 Torschüsse. Well, ich kann nicht sagen, es wäre nicht ein Spiel auf ein Tor, aber ich muss sagen, vorne, das, was wir machen, funktioniert. Wir kommen halt nur nicht immer zum Abschluss. Aber das ist ein Problem, was wir nicht erst seit heute haben, sondern das verfolgt uns schon seit ein paar Wochen. Genau, dass wir zum Beispiel hier dann hängen bleiben und nicht außen rum kommen. Heisi! 2-0! Schön gespielt von Gretzky auf McDavid, der probiert es einfach mal. Und Heisi steht einfach daneben richtig. Nimmt die Scheibe, zack, rein damit. Taylor Heisi. 4. Tor für uns. Punkteliste schaut bei ihr bekanntlich ein bisschen anders aus. Caroline Harvey. Use. 3-0. Und das ist Hillary Knight. Und wir sind irgendwie gerade wieder bei dem angekommen, was wir früher so konnten. Einer nimmt den Check. Scheibe kriegt er gerade noch so weiter in letzter Sekunde. Und irgendwann ist halt nur noch ein Spieler da und der ist frei. Und das war in dem Fall Hillary Knight. In dem Moment, als ich den Verteidiger rüberkommen sehen habe zu uns, musste irgendwo auf dem Eis jemand sein, der keinen Gegenspieler mehr hat. Keller wird da nicht unbedingt hinterherkommen.
Powerplay. Das war schlau gemacht von Megan Keller, weil der hätte mich aus dem Winkel mit Kucherov immer noch eine gute Möglichkeit gehabt. Sehen wir für ein 3-0. Was ist denn hier? Oh, Heisi und Ding werden sich da uneins. Jiříček. 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 Oh, Gretzky. Jus Carlsen. Koivu. Ich glaube, das ist immer noch Saku Koivu. Heisi. Starker Pass auf Jiříkovský. Schade. So, vollzählig sind wir wieder. Das heißt, wir können wechseln. Boah, guter Pass von Jack Hughes. Das sind noch nicht die Spieler, die ich auf Weiß haben will. Joe Dowdy. Abseits. So, jetzt kann man wechseln. Ich verstehe halt nicht, dass sie nicht wechseln gehen. Also es hat jetzt wirklich, es hat uns jetzt wirklich 3-4 Minuten gebraucht, bis die Hälfte der Spieler draußen war. Gut, in jedem Fall war es jetzt nicht schlecht, dass Gretzky drüben noch dabei war, da sage ich nichts. Aber wenn er dann halt sinnlos und energielos auf dem Eis rumläuft, bringt uns das halt auch nicht weiter. Und das ist halt was man im Hinterkopf bewahren muss, im Hinterkopf haben muss. Dass das halt durchaus möglich ist. Ich muss sagen, es fühlt sich tatsächlich nach dem Patch jetzt mit dem Ding, so wie es jetzt ist, ein bisschen besser an. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt groß anders spielen. Gut, wir spielen nur noch Liga 4, nicht mehr Liga 3. Sollte man vielleicht auch mal sagen an der Stelle. Sorry. Harvey. Oh. Ja, das ist das, was ich nicht verstehe, aber da muss ich sagen, es ist gut, wie Caroline Harvey da nach hinten mitarbeitet. Arbeitet sie sich nämlich schön vorne rein und hinten wieder raus. Das ist Jean Béliveau mit dem 4-0 und das war jetzt eigentlich einfach ausgespielt. Das ist auf Abstand gegangen und dementsprechend habe ich mir zurechtlegen können. Und somit steht es im Duell mit Irish Moose 2-1 für uns. Shoutout für unseren Goalie. Freut mich. Nächste 89er Koivu, 83 Selani, 87 Karlsson, Gretzky 88. Base McDavid, Kucherov 87. Theoretisch darf er sich nicht beschweren, dass er hier verliert. Theoretisch darf er sich hier echt nicht beschweren. Ja. Team of the Year Karte nicht mitgenommen, ein paar. 83 Kümper, ja. 42% Fangquote. Es ist natürlich bitter, klar. Aber wenn wir uns jetzt auch das letzte Tor von Béliveau nochmal anschauen hier. Hier geht hier auf Abstand. Ich habe eigentlich wieder erwartet, dass er mit Carlsen auf mich rauskommt. Ich geht hier auf Abstand. Jetzt mache ich das Übliche, ziehe zur Mitte. Reagiert er nicht drauf, bleibt dann stehen. Und dann habe ich hier natürlich die Möglichkeit, dass ich mir hier Kümper zurechtlege. Und warte natürlich dann, bis ich so vor ihm stehe, dass Kümper nicht mehr hinkommt. Ist ja, glaube ich, auch logisch. Aber ja. Schauen wir mal, ob wir irgendwie safe von Oettinger haben. Oettinger hat uns wieder gut im Spiel gehalten, muss man schon sagen.
Also der Grund, warum ich so lange. Normalerweise ist ja nicht mein Ding, dass ich so lange mit einem 86er Torhüter rumspiele. So, warte mal, hat man gerade einen Schuss? Ja, hatten wir. Dass ich so lange mit einem Torhüter rummache. Stopp, das ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. So lange einen Torhüter im Tor habe, der eigentlich, wie soll ich sagen, vom Rating her nicht mehr meinem Standard entspricht. Aber ich muss einfach sagen, Oettinger, wieso sollte ich denn raustun? Ich weiß nicht, welche Fangquote er mittlerweile hat, aber schlecht ist sie auf jeden Fall nicht, glaube ich. Vor allem die Sieg-Niederlagen-Quote ist bei ihm auch relativ gut. Aber dennoch online natürlich das Siegverhältnis. Da würden wir ja relativ weit vorne draften. Drücken wir es mal so aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt schon mal V, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.